Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin Edition Nuzlocke Challenge. Ja, im letzten Part haben wir uns ein episches Pokémon gefangen. Und zwar Kaumalat, das das Wesen Pfiffig besitzt. Dieses Wesen senkt den Spezialangriff und steigert die Verteidigung. Was ich eigentlich ziemlich in Ordnung finde, denn bla, ne? Gut, ich glaube, Drachenattacken sind meistens auch physisch und nicht speziell. Aber naja, nun gut, lassen wir das. Jetzt werden wir erstmal gegen ein paar Trainer hier auf der Route kämpfen. Ich habe da schon einen im Visier, so. Ne, zwei. Okay, Pokémon. Das schwächste Pokémon von mir ist einmal Dennis und Yuki. Deswegen fangen wir mit Dennis an und... Ne, wisst ihr was, wir machen das so. Wir trainieren Dennis nicht so, denn ich habe Schiss, dass es plötzlich down geht. Dass es plötzlich drauf geht und deswegen wird Yuki das mal übernehmen, denn... Ja, Kaumalat ist noch nicht mal auf seiner zweiten Entwicklung und ja, ich habe einfach Schiss. Ich Schisser. Gut, ich trage das Ganze ja über Shorts. Okay, damit habe ich jetzt selber nicht gerechnet, ne? Perfekt, ein Bummeling. Gut, wir fangen mit einer Funkensprungattacke an. Und leider waren wir nicht... leider hat unser Pokémon nicht als erstes angegriffen. Was ziemlich schade ist, aber naja, nun gut, man bekommt ja nicht alles. Biss, komm. Ladevorgang und noch einmal Biss. Komm, Biss. Jetzt lass das doch mal schon zurückschrecken, komm. Okay, ist down. Skorgler, ich glaube, Yuki wird da nichts bringen. Nee, ist ja ein Boden-Pokémon. Ist ein Boden-Pokémon, ja. Das soll ich aber reinschicken. Nami kann es damit nicht aufnehmen. Aero, wenn überhaupt. So, Aero, rein mit dir. Dann, willst du mich eigentlich verarschen, Härtner? Ist dein Ernst? Der macht das extra, der Typ, ne? Verdammte Scheiße, ey. Zornklinge, ja geil. Der Kampf wird ja überhaupt keine 2 Stunden dauern, ne? Ja, komm. Pokémon wechseln. Nami, komm, rein mit dir. Und wieso leckt das so ekelhaft, ey? Geht ja gar nicht. Okay, einmal Geowurf bitte. Bam, 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 bam. Und es ist down. Perfekt. Aero erreicht Level 22 und Teenager Matthias ist besiegt. Matthias. Okay, Beutel. Supertrank einsetzen auf Yuki und wir hatten Glück, dass Aero nicht down gegangen ist. Denn das wäre nicht gerade schön, wenn wir kein Flug-Pokémon mehr hätten. Ja, das wäre nicht gerade gut. Nee. Auf gar keinen Fall. So, ich traue es Dennis noch nicht zu, alleine zu kämpfen. Deswegen geht jetzt erstmal Nami nach vorne. Und ja, dann ist der Wanderer dran. Ich bin dick und doof. Ja, ich wusste es. Kleinstein, Karatischer, komm, bam. Ah, wieso kein One-Hit? Er ist ja ekelhaft. Initiative steigt. Ist trotzdem langsamer als Macholo. Hm, ja, geil, ne? Als nächstes kommt ein Kleinstein und da einmal Fußkick voll in die Fresse. Ja. Ist aber immer noch nicht down. Okay, noch einmal in die Fresse. Und Nami ist auf Level 22. Perfekt und versucht Vergeltung zu erlernen. Vergeltung ist so eine Sache. Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender in der Runde bereits Schaden von diesem Gegner genommen hat. Ja, Vergeltung lernen, komm. Eine Attacke vergessen und vergessen wird Silberblick, genau. Theoretisch hätte ich Silberblick noch gebraucht, aber naja, egal. YOLO, ne? YOLO. Karateschlag, komm, BAU! Ist aber immer noch nicht down. Okay, Fußkick.
Okay. Was kommt jetzt? Oh, nix. Okay, darauf freue ich mich jetzt. Kreideschrei. Verteidigung sinkt stark. Das sieht ja kaum was ab. Was hat das denn für einen luschen Angriff? Oh mein Gott, ey. Ich glaub's ja nicht. So, jetzt mal über die Brücke. Und was finden wir da? Ein Pokéball, ein Beleber, der uns aber nichts bringt. Mann, in der Nuzlocke-Challenge brauchen wir kein Beleber. So, hier, du. Okay, lass es uns schnell zu Ende bringen. Was soll das heißen, hä? Ja, ich bin ein bisschen erkältet, ein bisschen krank, aber na, tut nichts zur Sache. Egal, ich hab Bock aufzunehmen. Gesichter. Karate-Schlag. Und es ist down. Okay, Medite und Aero rein. Und eine Flügelschlagattacke bitte. Und unsere Pokémon werden sich, ein paar Leveln auch weiterentwickeln. Was heißt ein paar Leveln? In 10 Leveln oder sowas. Also Dennis noch in 9 Leveln, dann wird das ein Knaxel. Was danach kommt, lassen wir mal so, ne, beiseite. Gut, dich habe ich auch noch nicht besiegt. Hallo Wanderer. Ich komme gerade aus dem Karataberg, aber meine Energie ist noch nicht verbraucht. Ja, Alter, deine Energie ist noch nicht verbraucht. Ja, was soll mir das jetzt sagen? Nami, einmal bitte Karateschlag. Und wie... Ich hasse Kleinsteins. Panpyro, rein mit dir. Räch meine Pokémon. So, einmal Tempo hier bitte. Beziehungsweise mein einen Pokémon hier. Ja, Rückentzug, du kannst mich mal. Hier, Tempo hier, Volltreffer. Und down. Ja, geil, das zweite Pokémon in der Nuzlocke-Challenge ist weg. Ja, sorry, Nami. Ich werde Nami so aus dem Team tun, sobald ich in der nächsten Stadt bin, denn ich habe jetzt gerade echt keinen Bock zurückzurennen. Ey, das gibt's doch nicht. Ist ja richtig scheiße, ey. Naja, egal, ich habe ja noch einen Kampf-Pokémon, ne? Von daher ist es ja auch nicht so schlimm. Was geht jetzt nach vorne? Yuki. Ja, scheiße. Aber dafür habe ich jetzt Platz für einen Pflanzen- und für einen Wasser-Pokémon. Ja, ist das nicht schön? So, das wird ein Doppelkampf, deswegen so und so werden wir jetzt kämpfen. Dann alle aus deinen Pokémon. Auch ich werde mein Bestes geben. Und mein Handy klingelt. Bis gleich, Leute. So, wieder da und ich muss es wirklich lernen. Ich muss mein Handy während des Let's Plays einfach ausschalten. So, einmal kommt da Panflam und Pachirisu. Okay, vor Pachirisu habe ich schon ein bisschen Angst. Deswegen machen wir das jetzt so. Funkensprung auf Panflam und Aero wechselt mit Panpyro. Und Funkensprung. Ja, okay, das war eigentlich völlig klar. Funkensprung, komm. Ja, Flammrad. Okay, das zieht alles nicht viel ab. Gut so, Flammrad auf Pachirisu. Komm, schau. Oh nein, ich hasse diese Attacke. Angriff sinkt stark. Ja toll, jetzt wird Flammrad kaum was nützen. Oh nein. Bitte lass mich Dings haben, Feuerheiler. Bitte lass mich einen Feuerheiler haben. Oh, gut, ich hab noch einen. Aber ich sollte eigentlich das Pokémon wechseln, ne? Wäre schlauer gewesen. Sonst habe ich gleich zwei Pokémon besiegt in einem Kampf. In einem Part oder Kampf. Flammrad. Boah, ey, ich hatte gerade so Glück. Ich habe gerade so Glück gehabt. KP-AP-Erholung. Supertrank. Einsetzen auf Yuki und Panpyro. Was wirst du jetzt unternehmen? Tempo-Hieb auf Pachirisu. So, Ruckzuck-Hieb, Tempo-Hieb. Und wir müssen diese kleine Bestie jetzt endlich mal down bekommen. Bams und Panflam ist besiegt. So, gut, fehlt nur noch Pachirisu und dann haben wir's. Biss. Tempo-Hieb und
Punktensprung. Es ist down. Ja, cool. Okay, Picknicker, Janka und wie der andere hier, wie die andere hieß, weiß ich jetzt nicht. Gut, Supertrank einsetzen und dann bitte noch einmal einsetzen, Supertrank. Und dann Paraheiler. So. Das war's. Aber ich glaube, in der Höhle, da wäre es nicht gerade schlau, meine anderen Pokémon drin zu behalten. Denn, ja, es ist eine Höhle, ne? Ja, es ist eine Höhle. Und wer ist das? Oh, wer ist das? Hey, Lucia, wie geht's deinem Pokédex? Bei mir, ach, alles bestens. Ja, ja, schön wär's. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ich habe mit neuen Werkzeugen experimentiert. Lucia, ich lasse dich an meinen Erkenntnissen teilhaben. Wähle eine Hand. Rechts. Rechts. Okay, jawohl. Du willst den Kampfhander. Und, ja, mit dem können wir halt... Ja, warte mal, den gab's schon mal in Pokémon Feuerrot, soweit ich weiß. Ja, wir müssen jetzt einfach... Ja, ich zeig's euch jetzt gleich einfach mal. Ja, ja, komm, bla bla bla, bla bla bla. Oh, ja, komm. Hau ab, Lucios. 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 Okay. Beutel, Basis-Items. Wo war das Kampfwander? Ja, das Ding gab's auch schon mal in Pokémon Feuerrot. Ein Gerät... Ich wollte jetzt gerade der Gerät sagen. Ein Gerät, das Rückkampf wenige Trainer ausfindig macht. Die Batterie lädt sich beim Reisen auf. Beziehungsweise lädt sich auf, während man, ja, gehen tut. So, Pokémon. Warte mal, wie lange dauert es eigentlich noch, bis das Ei hier sind? Ja. Bald wird es schlüpfen. Interessant. Gut, ein wildes Nassknet. Warte, das muss ich ja fangen. Ich war jetzt voll nicht drauf vorbereitet, ne? Flammrad, komm. Steinwurf, ja, scheiße. Flammrad, noch einmal und... Noch einmal Flammrad, komm. Komm, komm, Flammrad. Aber ohne Witz, ein Nassknet, also eine Weiterentwicklung, also die Weiterentwicklung von dem Ding... Und dann weiblich. Ich meine, echt jetzt. Aber ich habe schon einen passenden Namen für Nassknet. So, das erste Pokémon im Kraterberg. Ja, ich gebe Nassknet dem Spitznamen von die Nasen-LPs. So, Breaker. Breaker! Ja, hallo, ich bin der Breaker und ich bin... Egal. Lassen wir den armen Breaker in Ruhe und machen weiter. Und boah! Laut einer Theorie wurde der Kraterberg als erstes in Sinnoh geschafft. In einer neu erschaffenen Welt, in einer Welt, wo nur Zeit floss, der Raum sich dehnte, sollte es keine Zwiste geben. Doch was wurde aus dieser Welt? Durch die Schwäche des menschlichen Geistes verbreitete sich Streit. Die Welt... wird durch Streit zugrunde gerichtet. Es ist eine sehr traurige Geschichte. Zäh. Psycho! So, hier ist kein Item und... What the fuck, ey? Geht eiskalt das Dingskabel raus. Hier Mikrokabel geht ja gar nicht. So, jetzt bloß raus hier und ich werde den Part jetzt gleich auch beenden. Obwohl ich in diesem Part eigentlich nicht viel gemacht habe, ne? Ja, wenn man so nachdenkt, ich habe echt nicht viel gemacht. Mysteriös, mysteriös. So, wir können jetzt auch im Kraterberg keine Pokémon mehr fangen und, ja, der Wanderer, ich werde jetzt gegen dich kämpfen und gewinnen. Wenn ich gewinne, teilst du dann dein Essen mit mir? Alter, was bist du denn für ein Pedo, ey? So, ein Pokémon Onix auf Level 22. Okay, wir fangen mit einer Tempo-Hyper-Attacke an. Und anscheinend ist das nicht sehr effektiv, was, ziemlich schade ist. Doch, es ist sehr effektiv. Mann, was mit mir los heute? Es ist sehr effektiv, zieht aber nicht viel ab und Raserei. Komm. Tempo-Hieb und down. Perfekt. Es ist down. Woo! Moritz, du bist besiegt. So. Der nächste, das ist ein Kampfheini. Da geht Aero mal nach vorne. Und gleich wird auch ein bisschen Yuki trainiert. Da. Diese Karatekämpfe hier, dieser Karatekämpfer
Hier wird dir eine Lektion erteilen. Wieso redet der Typ von sich selber in der dritten Person? Also jetzt mal ehrlich. Wieso? Ach, egal, ruckzucki wollte ich eigentlich nicht einsetzen. Aber nun gut, Flügelschlag. Bam, bam, bam. Ab durch die Mitte von Maholo. Und Alain ist besiegt. Superball. Ja, Mann, der Superball. Ja, nee, Superball. Ja. Okay, ich habe jetzt 15 Minuten und werde den Part höchstwahrscheinlich gleich auch beenden. Yuki kann jetzt nicht nach vorne. Ich sag schon die ganze Zeit Nami, ja. Ach, dann werde ich wohl kein Macho Mai haben, aber naja, was soll man machen? Du bist nur ein kleines Kind. Wie willst du einen ausgewachsenen Mann wie mich besiegen? Alter. Ein Pokémon. Und dann Nasknet. Ich meine. Echt jetzt? Warte, irgendwie werden die Dinger nicht mehr gezeigt, ne? Rückentzug. Ja, wird auch kein Problem mehr sein. Ich renne schon nicht weg. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, alter Mann. Und wir haben Nasknet besiegt. Winfried ist besiegt. Yay, Winfried, du bist down, Winfried. Pff, Winfried, ey. Ja, scheiß auf den Pokémon. So, das ist eine neue Route, ne? Ergo, müssen wir hier einen Pokémon fangen. Du möchtest kämpfen. Ich wollte zu einem Wettbewerb, aber das hier dauert ja nicht lange. Es wäre geil, wenn wir jetzt ein Pflanzen-Pokémon bekommen würden. Ich glaube, hier auf der Route gibt es Roselias und, ja. Ja, ja, Roselia. Oh ja, Roserade. Das wird's bringen. Das wird's im Let's Play bringen. Und ein Wartribi. Geil! Ich finde das Pokémon so. So genius. Like, ey, so. Boah, ey. Ich finde zwar jetzt nicht gut als Pokémon an sich, aber es ist schon ziemlich, ziemlich lustig, ne? Mhm. Gut, warte mal. Das ist jetzt Route. Ne, nicht Tipps für Trainer. Warte mal. Ich hab doch eine Karte, ey. Karte und 208. Ja, ich darf mir hier ein Pokémon fangen. Cool. Was für ein Pokémon wird es wohl sein? Aber erstmal hier die Bären. Zwei Mann, was geht die ganze Zeit das Mikro aus? Ist ja ekelhaft, ey. Ne, ohne Witz, der Ton ist echt ekelhaft. Und die Bäre da, beziehungsweise die ganze, der ganze Baum da von der Bäre, das sieht ja schon so ein bisschen aus wie, ja, ich denke ja nicht so zweideutig, doch tue ich. Aber es sieht schon wirklich so aus wie, ja, jetzt. Jetzt müsste es langsam bei euch Klick machen. Wie, ich meine, Leute, guckt euch das doch mal an. Ey, ich glaube, es hackt bei mir hier ein bisschen. Sanana-Bären. Okay, ja, ich bin ziemlich ausgelaugt. Ich weiß, aber. YOLO, nee. Okay, das Pokémon werden wir uns noch schnell besorgen. Und was ist es? Oh nein! Ein Bidifas! Was soll ich mit dem Bidifas? Oh, scheiße, ich habe keinen Bock auf so ein Ding. Ey, Bär, das geht jetzt down, ne? Ne, warte mal. Bidifas ist ja eigentlich ein Wasser-Normal-Pokémon. Also von daher. Ne, von daher. Willst du mich eigentlich verarschen? Nein! Okay, es ist jetzt offiziell. Ich bin schlecht. Ja. Yeah. Okay, Leute, ich suche jetzt schnell offscreen noch nach einem Bidifoss und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, hier haben wir wieder einen Bidizer und ich fühle mich jetzt wirklich verarscht, denn nach diesem einen Bidifoss, meine ich, nach diesem einen Bidifoss, das am Anfang kam, kamen locker 5 männliche Traslas hintereinander. Meine Güte, die Dinger hätte man zu so einem geilen Pokémon machen können, zu einem Galagladi. Aber nein, als erstes musste ja dieses hässliche Bidifoss kommen, ey. Okay, Bidifoss Name, okay, ich hab da eine Idee. Zesti, fühl dich geehrt. Denn du bist Bidifoss. Okay, die Lache war jetzt echt mal geil. Und gegen den Trainer habe ich leider jetzt gerade eben schon gekämpft. Da ist noch ein Trainer, den ich besiegen könnte. Ah, Aero geht jetzt mal nach vorne. Und ja.
Sag kein Wort, nimm es einfach. Spirit-Kern erhalten. Mysteriös, mysteriös. Gut, was haben wir denn hier so Schönes? Villa des Bärenmeisters, juckt mich nicht. Heißt also, wir sehen uns das nächste Mal wieder, Leute. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Wir sehen uns das nächste Mal. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Euer Matt. Ciao.